Pünktlich zur Star Wars Celebration hat Disney den ersten Trailer zu Star Wars The Last Jedi. Der Trailer verrät zum Glück nicht viel über den Plot des Trailers. Eigentlich ist es ja auch mehr ein Teaser. Hier kommt meine Analyse des Trailers mit allem, was wir sehen und hören. Es gibt natürlich Spoiler zum 7. Teil und da ich einen Trailer analysiere, eventuell auch welche über den 8. Teil. Wir fangen an mit einer in Not geratenen Rey. Diese trägt immer noch dieselben Klamotten, wie wir sie zurückgelassen haben in The Force Awakens. Es ist also wahrscheinlich derselbe Planet, wo sie Luke getroffen hat. Es wirkt nicht so, als ob sie angegriffen wurde, sondern nach dem Ende einer Vision, wie die, nach der sie das Laserschwert von Luke angefasst hatte. Die nächste Einstellung ist eine bessere Sicht auf Anich To, der Heimat der ersten Jedi-Tempel. Der spannende Punkt hier ist, dass es sich um zwei Inseln handelt. Könnte es sein, dass die eine Insel die des Lichts und die andere die der Dunkelheit ist und Rey im Laufe des Films auf die dunkle Insel gehen muss, um mehr über das Gleichgewicht der Macht herauszufinden? Naja, ich verirre mich nur in wilden Spekulationen. Hören wir von einer Stimme, die eindeutig Skywalker zugeordnet ist. Gleichzeitig sehen wir Rey vom Ozean stehen. Es sieht stark danach aus, dass Luke angefangen hat, ihre Macht zu trainieren. So wie er damals von Yoda auf Dagobah trainiert wurde. Eine Hand. Wenn wir zurück zur ersten Einstellung des Trailers kommen, wahrscheinlich die von Rey. Also immer eindeutiger Jedi-Training. Dazu die Stimme von Luke. Jetzt konzentriere dich. Und über eine Schwarzblende. Was siehst du? Ab hier beginnt ein kleines Gespräch zwischen Luke und Rey. Rey antwortet auf Lukes Fragen mit Licht. Harter Schnitt auf den Hinterkopf von General Leia Organa. Diese ist zwar leider letztes Jahr im Dezember gestorben, doch all ihre Szenen für diesen Film wurden vorher abgedreht. Leia scheint in diesem Trailer die helle Seite zu repräsentieren. Sie befindet sich im selben Kontrollraum auf Dequa wie in Episode 7. Sie schaut sich eine Sternkarte an. Hier handelt es sich wahrscheinlich um Aich To aus dem letzten Film. Wir bekommen eine Maske vorgesetzt, die aussieht wie die von Kylo Ren. Zu hören gibt es neben dem typisch bedrohlich klingenden Musik auch ein Atmen wie durch die Maske von Vader. Auf das vorige Licht von Rey folgt jetzt Dunkelheit. Also wird wie zu erwarten die dunkle Seite in diesem Trailer von Ren repräsentiert. Jetzt wird es spannend um Kylo. Er wird also im Film größtenteils ohne Helm auftauchen. Eigentlich wollte er doch mit seiner nicht dunklen Vergangenheit durch das Töten seines Vaters abgeschlossen haben. Hat er damit auch mit sich und seinem Helm abgeschlossen? Braucht er diesen nicht mehr, um seinen inneren Konflikt zu verstecken? Es gibt ja Gerüchte, dass er noch nicht mit seiner hellen Seite abgeschlossen hat. Naja, wir werden sehen. Bei genauerem Zuhören vernehmen wir noch ein Verführt von der dunklen Seite der Macht. Hier könnte es sich um die Stimme von Obi-Wan Kenobi aus Rückkehr der Jedi handeln. Das, was wir in den nächsten zwei Shots zu Gesicht bekommen, verwirrt mich ein bisschen. Hier sieht es nach ein paar Büchern aus, in einem Baum. Könnte es sich hier um einen Baum der Macht handeln, der uns seit Jahren mit Bruchstücken angetastet wird? Es kann ja kein Zufall sein, dass sich in der einzigen kanontreuen Story nach Rückkehr der Jedi um einen Helden dreht, der versucht, Fragmente von einem dieser Bäume zu retten. Somit könnte es auch ein Teil der Story rund um Luke sein, da wir wissen, dass dieser sich nach der Vernichtung des Imperiums auf die Suche nach Wissen der Jedi macht. Und diese Bäume könnten ein Schlüssel dazu sein. Das Gleichgewicht. Dies ist Rays nächster Satz. Ein Handschuh streicht über ein sehr altes Buch. Auf diesem ist ein Zeichen zu sehen, mittig mit einem Lichtschwert. Es könnte sich hier um das Journal of the Wills handeln. Eine kanonische religiöse Vereinigung aus dem Buch zu The Force Awakens. Hat das Symbol nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Sonnenausgang aus Shot 2? Entgegen der Theorie, dass Rey das Buch findet, hat sie jemals Handschuhe getragen? Also, wer findet dieses Buch? Die Journal of the Wills eventuell? Das ist definitiv meine Lieblingseinstellung des Trailers. Rey übt mit dem Lichtschwert. Während Luke hier von oben zuschaut, es ist so viel mehr als das. Hören wir Luke. All die bisherigen Einstellungen bringen mich so langsam auf eine Theorie über die Rolle von Rey in Star Wars. Ihre Worte über das Gleichgewicht und die Worte, es ist so viel mehr als das, könnte darauf hindeuten, dass Rey dieses Gleichgewicht ist. Also, dass sie die Auserwählte ist, die das Gleichgewicht der Macht bringen soll. Luke könnte erklärt haben, dass die Macht noch viel, viel mehr ist als Dunkel und Licht. Natürlich spekuliere ich hier viel, aber es ging schon immer genau darum in Star Wars. Aber weiter mit dem Trailer, denn ab hier geht das erst richtig los. Oder auch, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für Fighter oder Racer das hier sind. Aber sie sehen verdammt cool aus. Aber ich weiß was, sie fliegen gerade in Richtung ein Dutzend AT-ATs. Es handelt sich also um irgendeine Schlacht. Damit gehören auch diese Fighter, da die AT-ATs nicht zum Widerstand gehören, wohl oder übel zum Widerstand. Aber es gibt ja nicht nur Gut und Böse, sondern es könnten auch irgendwelche Dritten sein. Ich persönlich nehme aber an, dass sie zum Widerstand gehören. Nach den Strapazen am Ende von Episode 7 liegt Finn also in einer Art Bacta-Tank, auch wenn diese hoffentlich nach 30 Jahren Frieden in der Galaxis weiterentwickelt wurden. Gleichzeitig wird der Widerstand angegriffen. Die Frage ist, ob Finn währenddessen noch dort ist und wie es jetzt mit ihm weitergeht, wenn er gerade in dieser Art Bacta-Tank liegt. Der Angriff wird wahrscheinlich von der Ersten Ordnung ausgeführt. Wir sehen Poe, Dameron und BB-8, die versuchen schnellstmöglich zu ihrem X-Wing zu fliehen, doch dieser explodiert kurz vorher.
Wie zu erwarten, spielt auch der Millennium Falcon wieder eine Rolle. Und das ohne Han Solo. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass Chewie mit drin sitzt. Vielleicht noch Rey? Und damit ihr Luke? Oder hat dieser sie wieder verlassen? Leider lässt sich nicht erkennen, auf welchem Planeten sie sich befinden. Wir sehen nur Himmel. Doch durch das gute Wetter lässt sich munkeln. Es könnte sich wieder um Ach-Tu handeln, wo die erste Ordnung Luke gefunden hat. Und diesen jetzt bombardiert? Wenn das mal nicht Lukes altes Laserschwert ist. Rey sieht richtig stark hier aus. Diese Schnittfolge sollte doch eindeutig ein Anzeichen auf einen weiteren Lichtschwertkampf sein. Das Drehen des Schwertes hier erinnert mich ein bisschen an das Drehen einer Pistole, um damit noch bedrohlicher zu wirken aus vielen, vielen anderen Filmen. Ich freue mich definitiv auf die Revanche zwischen den beiden und hoffe, in einem weiteren Trailer noch nicht allzu viel davon zu sehen. Naja, nun zu Kylo. Die meisten Wunden scheint er überwunden zu haben, aber eine kleine Narbe ist doch geblieben. Wen von euch erinnert das auch an Anakin in der Rache der Sith? Es ist ja bekannt, dass R2-D2 Luke in Exil gefolgt ist. Somit meine Theorie zu diesem Bild. Es ist ein Flashback von Luke. Ist das brennende Gebäude somit sein Jedi-Tempel? Werden wir damit im Film sehen, wie Kylo seinen Onkel betrogen hat? Und mit dieser Theorie und der Schlussfolgerung zum letzten Bild, war Captain Plasma ein Teil der Attacke auf den Luke-Tempel? Wie die Ritter von Ren? Hat also die erste Ordnung auch etwas mit dem Angriff zu tun? Nach Rogue One hatte ich wieder richtig Lust auf galaktische Raumschlachten. Habe direkt begonnen, Galaxy on Fire noch ein paar Mal durchzuspielen, um mich überwunden, mir einen Account in Eve zu erstellen. Na, hoffentlich gibt es diesmal aber keine planetenvernichtenden Superwaffen. Wir sehen leider auch noch nicht, wer angegriffen wird. Der Planet im Hintergrund könnte die Kor sein. Also wird der Widerstand beim Fliehen angegriffen? Und hiermit kommt der wahrscheinlich bedeutendste Satz der ganzen Trilogie. Die Zeit der Jedi ist zu Ende. Luke wünscht sich also, der letzte Jedi im Universum zu sein. Aber warum? Die Frage ist sehr schnell und einfach beantwortet. Gleichgewicht. Solange es Jedi gibt, wird auch die dunkle Seite Macht haben. Somit ist der einzige Weg in den Frieden das Gleichgewicht oder eher Anarchie. Star Wars, die letzten Jedi. Hey, ich sitze hier gerade ohne Licht. Ich habe gerade dieses Video für euch geschnitten und bearbeitet und mir die Informationen dafür rausgesucht. Würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt und überall verbreitet. Das war ein Haufen Arbeit. Ihr habt bestimmt den einen oder anderen Star Wars Fan bei euch unter den Freunden, den das Video auch dann schickt. Noch dazu auch ein paar andere Videos von mir auscheckt. Ich habe zu Star Wars 7 einen Trailer-Synchro letztes Jahr gemacht. Die ist auch ganz witzig geworden. Ich verlinke euch die mal unten drin direkt als erstes. Ich bin nebenbei auch noch gerade in Australien und mache da den einen oder anderen Reisevlog von hier aus. Würde mich also freuen, wenn ihr mich natürlich auch abonniert und mal gucken, was sonst noch kommt. Ich kann alles machen, auf das ihr Bock habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.